Hallo ihr Lieben, heute nähe ich meine Bluse an der Taille enger. Und so geht's. Ziehe die Bluse gebügelt und zugeknöpft auf links an. Die Bluse passt im Brust- und Hüftbereich, an der Taille ist sie aber viel zu groß. Der überschüssige Stoff wird in der Seitennaht abgenommen. Stecke an der Seite ein paar Stecknadeln so ab, dass das Hemd gut sitzt. Lege die Bluse flach auf einen Tisch, zeichne die Steckpunkte von innen mit Kreide nach. Danach können die Nadeln wieder entfernt werden. Bei rutschigem Stoff kannst du die Stofflagen mit Stecknadel zusammenhalten. Zeichne anhand den Markierungen eine schöne neue Linie an. Die Naht zur Achsel unbedingt auslaufen lassen. Am unteren Ende soll sie flach oder gerade auslaufen, so dass die Bluse im Hüftbereich gut sitzt. Hefte die Naht mit Heftfaden. Es geht ganz einfach. Schlage die Bluse in der Mitte so ein, dass die Seitennähte genau aufeinander liegen. Bei rutschigem Stoff kannst du die Stofflagen mit ein paar Stecknadeln zusammenhalten. Übertrage nun Stich für Stich den neuen Nahtverlauf auf die zweite Seite. Entferne die Stecknadel. Fixiere auch diese Naht mit Heftfaden. Nun ist die Zeit für eine Anprobe gekommen. Passt alles? Dann mit der Nähmaschine mit mittlerem geraden Stich beide Seiten steppen. Verriegele Anfang und Ende der neuen Naht. Entferne nun den Heftfaden. Stelle die Maschine auf einen mittleren Zickzackstich und versäubere die Kanten. Schneide die überschüssige Stoff einfach weg. Fertig! Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Und abonniere bitte meinen Kanal.